Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom Lepo 5, was war denn 5,3 oder so Display. Ich habe hier schon den USB-Kabel entwirrt. Den schließen wir jetzt hier oben einfach mal an. An meine Steckdose ohne Wandadapter. Und hier kommt er dann bei Strom rein. So, jetzt leuchtete zum Beispiel hier schon. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da, wo die Tasten sind, leuchtet es schon. Wir haben auch schon ein Bild, beziehungsweise kein Bild. Ja. Also war kurz was zu sehen. Also ich habe es jetzt ohne Wandadapter. Ich habe es einfach so in die Steckdose gemacht. Ich habe ja USB-Anschlüsse dran. So. Und jetzt nehmen wir uns den USB-C-Kabel. Da bin ich mal gespannt. So. Machen die Kappen ab. Und der USB-C-Anschluss ist hier. Also der Stromanschluss ist auch USB-C. Also passt da auf, dass ihr das wirklich richtig verbindet. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob mein Handy das überhaupt kann. Ja, da muss ich jetzt was holen, was wir da anschließen können, dass wir mal Bild haben. Da müssen wir jetzt kurz mal Pause machen. Mein Handy funktioniert nicht und ich weiß nicht, wie ich umschalten muss. So, ich musste jetzt mal wechseln, weil mit meinem Handy hat es nicht geklappt. Jetzt gehen wir einfach mal. Na komm doch hier. Ja, der ist ein bisschen widerstandsfähig, der bremst sich hier gerade. So. Die Schutzkappen ab. Und HDMI ist da unten. Ich habe Angst, jetzt so doll reinzustecken, ey. Also der USB-C war viel lockerer. Naja. Sehr gut, dass er locker ist, also nicht so fest da drin ist. Dann rutscht er nicht gleich raus. So, ich mache das mal jetzt hier so ein bisschen, meine Controller weg und so. Sollte da eigentlich hier das Display sehen können. So. Ich hole ich mal noch ein Stück rum. So. Jetzt muss ich erstmal. Das war den HDMI, der zum PC geht, ab. Den ran. Und einen Controller. Und der soll wohl, habe ich jetzt gelesen, ich mache mal kurz den Stromkabel ab. Der soll wohl auch einen eingebauten Akku haben. Ich gucke gerade mal nach. Also hier leuchtet jetzt nichts. Wenn ich jetzt hier drückt halte. Also es stand in der Anleitung so, dass wenn kein USB-Kabel verbunden ist, dass er dann halt auf den internen Akku zugreift. Kann aber auch noch wieder in so ein Gemeinschaftsding sein. 1, 2, 3, 4, 5. Also dass es davon 3, 4 Modelle gibt. Nö, okay, da ist nichts. Dann haben wir Strom dran. Also der hat keinen eingebauten Akku. So, und da unten den Strom ran. Na,
So, wie war denn jetzt der Controller wieder an hier? Ja, der Akku ist komplett leer hier. Jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal ist dieser scheiß Akku von der Switch leer. Die hat auch keinen vernünftigen Ausschalter, also nicht. So, jetzt machen wir hier einfach mal. So, jetzt sollte sie an sein. Also Fernseher umschalten. Hier ist auch auf Switch. Und schon wieder aus. Naja, die hat zu wenig Strom, so wie es aussieht. Jetzt. Lassen wir sie jetzt mal laden. Dann schalten wir mal um. Und nehmen einfach die PlayStation. So, wir haben ein Bild. Dann schalten wir hier um. Da haben wir logischerweise jetzt kein Bild mehr. Aber hier haben wir jetzt Bild. Also es switcht automatisch um, so wie es aussieht. Ja, dann ist mein Handy halt nicht kompatibel, okay. Ja, jetzt hat er so erkannt, die PlayStation gleich, dass ein anderer Bildschirm dran ist. Und will hier gleich Einstellungen haben. Also die HDR-Einstellung. So, jetzt gehen wir mal bei Einstellungen rein und gucken mal, was die PlayStation uns sagt, was wir denn hier haben. Ja, viel unterscheidet sich das nicht, aber ich lasse die Folie sicherheitshalber drauf. So, was haben wir denn hier? Wenn wir denn jetzt hier drücken. Ach so, okay. Also der Power-Knopf ist wechseln für HDMI, dann Typ C und dann Display. Also DP, ach so, das ist Mini-Display-Port, der andere Kabel gewesen. So, dann haben wir Lautstärke haben wir hier. Ich mache mal volle Pulle. Also hat einen eingebauten Lautsprecher. Ach, hier haben wir auch Bildeinstellungen, Helligkeit und alles drum und dran. Jetzt bin ich bei Helligkeit. Warte mal, hier müsste Plus sein. Ach da, dann müsste ich jetzt hiermit bestätigen. Ah, okay. Dann zurück, runter, da. Dann zurück, runter, bestätigen. Ah, das wird zu hell, das ist doof. Und so geht's doch. DH, ich weiß aber nicht, was DH sein soll, da müsste man dann nachlesen. Das ist bestimmt. Das sind wir mal 25. Schärfe, volle Pulle, so, aha, okay, dann haben wir noch 16:9, dynamisch, gucken wir mal, ob wir da reinkommen, hoppala, nee, falscher Knopf. Szene Standard.
RTS, FPS, Text, Movie, Spiel, Standard. Bin das mal Standard drin. Dynamisch. Ich will das mal an. Das sieht ein bisschen besser aus. So. Dann haben wir hier Temp Color. Also, achso, das ist Blue, Verdi, Rose. Also, das sind die verschiedenen Farben. Dann Timeout. Stumm, aus, Lautstärke, Reset. Und hier haben wir dann nochmal HDMI, Low Blue und HDR Mode. Das sieht doch interessant aus. Da gucken wir mal, was bei HDR Mode. Ach, da können wir hier. Ah, jetzt sieht es schön aus. Jetzt haben wir hier 2084 oder Auto. Aus. Ich lasse mal Auto. Auto sieht auch gut aus. So. Dann kann man da auch was erkennen auf dem Display. So. Und jetzt gehen wir mal auf. Ah, ich habe Ton, ich höre was. So. Also wir haben hier ein, ich glaube, ihr könnt das nicht richtig lesen, ich lese euch das mal vor. Wir haben Auflösung 1080p, also 1920 zu 1080 mit 60 Hz. Farbe ist RGB HDR ausgewählt. HDCP ist logischerweise aus. VRR ist aus. Und ja, das hat er natürlich nicht, das ist ja klar. Aber HDR 4K wird. Nee, HDR wird nicht unterstützt. Wird nicht unterstützt. Hinten steht aber unterstützt. Das werden wir gleich sehen. Oh. So, hier haben wir HDR immer eingeschaltet oder aus. Also wird doch unterstützt. HDR anpassen. Weitere Infos. P und 1080p können wir machen. Wo war denn das, dass ich hier sehen konnte, was alles unterstützt wird? Automatisch bei RGB-Bereich. Deep Color, HDR. Ich kann ja HDR-Einstellungen machen. Ah, da haben wir doch. Also hier haut dort nicht hin, weil beim letzten Punkt jetzt hier kann ich heller kann ich jetzt nicht mehr machen und ich sehe aber dieses Symbol nicht. Hat er auch automatisch anerkannt. So, sieht eigentlich so an sich ganz. Ganz okay aus, würde ich jetzt mal so sagen. Ich werde mal gucken, dass ihr das vielleicht noch ein bisschen besser drauf kriegt. So. Brauche ich eine Fernbedienung? Da. Ich zoome euch mal ran. So. Wie gesagt, mit den.
Hier sieht es dann halt natürlich noch ein bisschen besser aus. Aber ich habe halt Angst, die Schutzfolie abzumachen. So. Ich stehe auch auf dem Kabel. Jetzt mache ich das einfach mal davor und den Xbox-Controller. Dann schieben wir hier mal schön ran. So. Ach, jetzt ist es tatsächlich ruhig geschoben. Ja, Gott im Himmel. Warum einfach, wenn es so kompliziert geht? So eine Scheiße. So. So, geht doch. So. Also Bild sieht eigentlich ganz gut aus, aber mit der Farbe. Das kann man ja auch nochmal nachträglich einstellen. Ich habe ja jetzt erstmal nur pro forma eingestellt. Wir gehen einfach mal rein und gucken uns mal Fortnite an. Das ist immer so quietschbunt, kennt ihr ja. Wie gesagt, ich habe auch eingestellt, ich habe da ein bisschen was heller, ein bisschen was dunkler gemacht. Da müsste man sich dann noch ein bisschen anpassen. Also heller müsst ihr dann auf jeden Fall wahrscheinlich noch, weil bei den HDR-Einstellungen, wie gesagt, das eine nicht erkannt wird. Der Lautsprecher ist ziemlich leise. Aber es soll ja nur unterstützend sein. Und wenn er nicht zu laut ist, ist es für das Auto vielleicht auch ganz gut. Und für das Kinderzimmer auch. So. Da kenne ich auch. Geht auch ziemlich schnell. Ich drehe mich jetzt hier die ganze Zeit um ein bisschen vor, zurück, nicht, dass euch wundert, ja. Also ihr könntet, sieht gut aus. Wie so ein kleines Displaychen. Ah, Rasenschuriken. Gucken wir mal hier, wie es hier aussieht. Ich habe mir diesmal den Battle Pass nicht geholt, also falls euch wundert. Also ich hoffe, dass ich noch vielleicht Level 100 schaffe, dass ich hier noch Ghost Spider bekomme. Weil dann würde ich mir den Battle Pass holen, aber sonst, wenn ich nicht Level 100 werde, würde ich mir den jetzt nicht extra holen. Bin ja gerade mal Level 27. Geht auch nicht. Also muss ich echt sagen, für so ein kleines Ding und so schmal, richtig flott. Gucken wir mal jetzt. Jetzt stellen wir mal wieder um auf Fernseher. Jetzt geht's hier weg. Hier ist wieder alles da. Aber es geht ja darum, dass wir uns das mal angucken, wie das aussieht jetzt.
Okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Weil die Farbeinstellungen sind ja noch drin. Ach, hier unten, guck mal. Jetzt steht hier drinne, HDR unterstützt. Vorhin stand hier da HDR und dann stand hier klein nicht unterstützt, aber da stand unterstützt. Das ist ja sehr kurios. Und jetzt habe ich auch hier wieder, dass mir angezeigt wird, wie viel FPS und alles. Oh, hier hat sich das, sieht das Menü anders aus. Es fällt mir jetzt erst auf, dass da unten ein Wirbel kommt. HDR anpassen. Dunkler. 2, 3, naja, 4. Heller. Also das ist jetzt schon. Nee, das hat er wieder zurückgesetzt. Ja, ein bisschen mehr. Ne? Ja, ein bisschen quietschbunter ist es jetzt. Im Gegensatz zu vorher. Ja, da muss man sich das Display dann nochmal ein bisschen anpassen. Weil hier sieht es dann halt jetzt wesentlich bunter aus. Aber sonst, für so ein kleines Display, also muss ich sagen, bin ich sehr erstaunt. Vor allem, das ist ja gut, am Laptop sind ja, am Laptop sind es ja. Opala. Am Laptop sind es ja auch nicht so groß. Na. Aber hier. Für. Die wirklich, das ist richtig, richtig leicht. Also für so ein leichtes, kleines Display. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so gut ist. Ich hätte ein bisschen. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt nur 1080p, 720p. Und schon ja nicht, dass ich HDR hier drauf kriegen könnte. Obwohl die PlayStation sagt, nicht unterstützt und dann hinten wird doch unterstützt. Also war sehr kurios. Und ich konnte ja in die HDR-Einstellung rein. Also die sind ja nur da, wenn das Gerät auch HDR hat. Auch mit dem. Der ist auch schön stabil mit dem Arm hier, also mit dem Standfuß. Ist nicht so leicht, dass es sich automatisch wegklappt oder so. Hakt nur so ein Stück ein, also nicht viel. Man muss minimal Kraft aufwenden, damit man das dann halt zusammenklappen kann. Ja. Das soll es jetzt dazu jetzt auch erstmal gewesen sein. Ich muss mal gucken, in welchen Bereichen ich den noch testen kann. Vielleicht wirklich mal für einen Chat. Müsste ich mal gucken, wie ich das mit dem Platz mache, weil mein PC-Tisch schon echt voll ist. Aber das machen wir ein andermal. Falls wenn, überhaupt. Ich bin jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.